Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Heya! Meister Hexer, obwohl er... Schon gut. Dieser Bojan, wagt er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. Ja? Was ist denn, Wolf? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Nicht so schnell, Plätze. Langsamer. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken.
Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Ein Hexer mit einer Armbrust? Räumen wir mit den Traditionen auf? Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Vorsicht!
Verstand bist du hässlich.